Ja, dann fange ich einfach jetzt mal an. Mit dem Vortrag Sicherheit meine ich Sicherheit und erst recht nicht Verfügbarkeit. Kurz zu mir. Ich hänge schon viel zu lange an der Uni rum, deshalb halt auch die Bitte und Warnung, wenn irgendwas nicht gut verständlich ist, fragt bitte sofort. Ich antworte gerne, aber ich bin jetzt seit über 7,5 Jahren mit in dem Themenbereich funktionale Sicherheit immer wieder drin und dementsprechend ist es vielleicht nicht immer ganz einfach herauszufinden, welche Sachen selbstverständlich sind, welche interessanter sind und welche todlangweilig. Wer auch mich irgendwie noch kontakten will, etwa später renne ich noch hier rum und ansonsten, ja, ganz normal. Werbung, ab Ende des Jahres bin ich vermutlich für neue Herausforderungen zu haben, falls irgendjemand zufällig was hat. Gut. Dann fange ich gleich erstmal an mit ein paar schlimmen Sachen. Ich fange an mit mehr oder weniger sauberen Begriffsdefinitionen. Dann erzähle ich ein ganzes Stückchen über den Bereich funktionale Sicherheit oder auch Safety genannt. Und zum Schluss ja, ein paar Beispiele. Ich habe jetzt einfach drei kurze vorbereitet, aber da können wir auch gerne beliebige diskutieren. Da bin ich relativ offen. Gut, fangen wir erstmal an mit dem Begriff Verlässlichkeit. Das ist das, was man eigentlich von einem System sich immer wünscht. Also ist ein System, auf das man sich begründet verlassen kann. Also ein relativ berühmtes Zitat von dem Jean-Claude Lapri. Und zwar, dieses Verlassen heißt dann trotz technischer Fehler, trotz Designfehler, das heißt, was typischerweise Software-Bugs sind, trotz Wartungsfehler, die zählen auch dazu, trotz eventueller Angriffe. Und es hat halt dementsprechend auch bewiesene Eigenschaften für die Verfügbarkeit, die Robustheit, Verhalten im Fehlerfall und der große schöne Punkt, Sicherheit. Was heißt denn Sicherheit? Also der bekannteste Punkt ist natürlich die klassische IT-Sicherheit. Zu dem werde ich jetzt hier auch nichts groß erzählen, weil dürfte relativ bekannt sein. Im Englischen halt im Regelfall unter Security. Dann gibt es die sogenannte funktionale Sicherheit. Die läuft im Englischen im Regelfall unter Safety. Und manchmal wird im Deutschen darunter auch noch verstanden Sachen wie Verfügbarkeit und Robustheit, die ich persönlich unter dem Sicherheitsbegriff nicht mal einordnen würde, aber sie werden halt auch teilweise darunter verstanden, weil sie auch unter anderem durch Maßnahmen, die im Bereich der Safety liegen, häufig sichergestellt werden. Aber da sieht man schon, das Wort Sicherheit im Deutschen ist relativ umfassend oder auch relativ unscharf. Das heißt, wenn jemand über Sicherheit redet, kann er über sehr, sehr viele Dinge reden, die nicht immer viel miteinander zu tun haben. Dann redet man auch häufig darüber, über die Unterschiede. Und ich habe es jetzt mal sehr plakativ hier die Unterschiede gemacht. Security ist primär der Schutz des Systems vor der Umgebung. Während Safety ist Schutz der Umgebung vor dem System. Das ist jetzt sehr plakativ, es stimmt. Im Kern gibt es da natürlich durchaus einige Details, die nicht so stimmen. Aber im Großen und Ganzen ist es, die Security-Sachen ist halt, man hat irgendwas Externes im Regelfall und versucht das System zu schützen vor Datenklau, vor Veränderung der Daten, vor Ausnutzen von bekannten Bugs, ähnliches. Und die ganze Safety-Welt geht meistens darum, sicherzustellen, dass das System an seinen Schnittstellen ein bestimmtes Verhalten zeigt und andere Verhalten auch eben nicht zeigt, die in der Spezifikation sind. Also Beispiele für Safety sind relativ einfach zum Beispiel im Bahnbereich. Zug sollte halt nicht unkontrolliert über irgendwelche Streckensegmente fahren, im Automobilbereich. Naja, die Bremsen sollten nicht spontan vollständig versagen, der Motor sollte nicht unkontrolliert ja, Gas nehmen und ähnliche Dinge oder Lenkung sollte funktionieren. Das sind so Bereiche, wo man den Unterschied sehen kann. Da geht es halt eben stark darum, dass das System gewisse Eigenschaften behält und halt eben nicht die Umgebung, ja, im weitesten Sinne beschädigt oder beeinflusst. Gut, dann ist jetzt die Frage, was ist natürlich ein System? Ein System erbringt irgendeinen Dienst oder Anwendung für eine Umgebung. Es hat irgendwelche Schnittstellen als Interaktion mit der Umgebung und dieses Schnittstellenverhalten ist relativ in der Regel definiert. Das klingt jetzt re relativ abstrakt. Machen wir das Ganze nochmal ein bisschen bunter. Naja, schwarz-weiß. Man hat halt hier ein Beispiel eines verteilten Systems. Man hat irgendwo draußen eine Umwelt, man hat Schnittstellen
Und die über diese Schnittstellen interagiert die Umwelt mit diesen Systemen und in dem Fall auch verschiedenen Teilsystemen, die untereinander wieder interagieren können. Was sind jetzt zum Beispiel Schnittstellen zu einem System? Was einem natürlich jetzt jedem spontan einfallen wäre, wäre eine Kommunikationsschnittstelle. Sei es Funk, sei es kabelgebunden, wie auch immer. Aber Schnittstellen im weitesten Sinne, auch in funktionaler Sicherheit, ist eigentlich alles, was irgendwie mit dem System interagiert. Das heißt, die Umwelt wird halt dementsprechend auch spezifiziert, wie sie mit dem System interagieren kann. Das heißt, wir reden über zum Beispiel Temperaturen, über die Strom, unter Umständen, wie die Stromversorgung ist, welche Toleranzen die aufweisen muss, also in welchem Bereich das System funktionieren muss, welche EMV-Einstrahlungen als Fehler erwartet werden, eventuell irgendwie ne, Erschütterungen, also kurz gesagt, alles, was auf das System einwirkt, kann im Bereich der funktionalen Sicherheit eben an irgendwelche Interaktionen mit dem System bedeuten. Gut. Jetzt natürlich die Frage, okay, jetzt haben wir hier ein verdammt sicheres System. Es ist ziemlich schwer zu hacken. Gab gestern irgendwo schon mal eine Spaßdiskussion, als ich an den Folien gearbeitet habe. Naja, wenn man vom THW ist, mit passenden Hebekissen kriegt man das auch hin, aber ist relativ schwer zu hacken und so ein Stein, der rumliegt, ist auch relativ geringes Risiko für die Umgebung. Der scheint sehr stabil zu liegen, er liegt angeblich schon ein paar tausend Jahre da. Ich behaupte, der ist relativ sicher. Aber dazu kommt, es ist halt ein sehr, sehr nutzloses System. Weil dieser Stein erbringt halt keinen wirklichen Dienst für die Umgebung, außer er liegt da für schöne Fotos. Da kann man halt auch schon einen Punkt dran gut illustrieren, finde ich. Sichere Systeme sind meistens sehr energiearme Systeme. Das heißt, je sicherer ein System ist, desto energieärmer ist meistens sein Zustand. Also einfaches Beispiel, ein Zug in der Abstellanlage abgerüstet ist ein sehr sicheres System. Passiert im Regelfall ziemlich genau nichts mit, ist leider auch ziemlich nutzlos. Genauso wie ein Flieger am Boden ist, ein Auto in der Garage, die Systeme sind sehr, sehr sicher. Und in dem Moment, wo man sie in Bewegung setzt, beginnt das Risiko zu wachsen, aber im Regelfall halt auch die Nützlichkeit. Dann halt eben die Trivialsachen von der Grundlagen. Es gibt keinen hundertprozentigen Schutz vor Fehlern. Man kann mit den Sachen, die ich nachher auch noch vorstelle, sich nahezu beliebig dran annähern, aber 100% erreicht man nie. Dafür gibt es zwei Gründe. Einmal, dass die Fehlermodelle nie alle Fehler abdecken können. Und sei es halt eben den ganz großen Holzhammerfehler von, ja, ein riesengroßer Meteorit stürzt auf diesen Kontinent. Dann fällt das System immer mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit aus. Dann auch der interessante Punkt, das akzeptable Restrisiko wird durch zwei verschiedenen Punkte erstimmt. Einmal manchmal wirtschaftliche Erwägungen. Das geht es gerade, wenn es in den Bereich geht, wo es darum geht, Verfügbarkeit und Robustheit zu haben. Da geht es manchmal um wirtschaftliche Erwägungen. Und halt wird durch die Gesellschaft bestimmt. Zwei Beispiele. Google, Netflix und ähnliche verwenden intern einige Fehlertoleranztechniken, damit ihre Webseiten möglichst immer online sind. Und auch möglichst selten Fehler, oder auch Banken möglichst selten fehlerhafte Ergebnisse rausgeben, weil wenn eine Bank mal eben ein paar Bits auf dem Konto kippt, kommt das nicht wirklich gut. Das heißt, in dem Fall sind es wirtschaftliche Erwägungen, weil ich hoffe, dass immer noch keiner stirbt, wenn Google mal ein paar Stunden offline wäre. Vielleicht stirbt einer der Google-Manager an einem Herzinfarkt wegen der Mengen Geld, die sie in dem Zeitraum verlieren. Aber ansonsten ist Google nicht wirklich klassisch sicherheitskritisch. In anderen Bereichen ist es halt schon so, dass gerade wo physikalische Systeme mit Energie bewegt werden, also Autos, auch in Produktionsanlagen, die Gesellschaft, also in Form von Politik und Normen, sich darauf einigt, welche Risiken akzeptabel sind. Da ist auch eine interessante Frage, dass die Risiken sehr unterschiedlich wahrgenommen werden. Jeder, der sich mal die Statistiken im Verkehrsbereich angeschaut hat, wird das sehen. Wir haben ungefähr 10 Tote im Straßenverkehr pro Tag. Ich habe jetzt genauen Zahlen im Bahn- und Flugbereich nicht im Kopf, aber es dürfte in Deutschland vermutlich weniger im Jahr sein als im normalen Straßenverkehr pro Tag. Beim normalen Straßenverkehr wird das durchaus akzeptiert, weil weil halt gesagt wird, der Vorteil, sozusagen die individuelle Mobilität diesem Risiko
überwiegt. Einfach mal eine schöne Zahl dazu. Es gibt eine relativ aktuelle Norm im Automobilbereich, das ist die ISO 26262. Die definiert unterschiedliche Risikolevel bis hin zu dem sogenannten ASIL-D. Das ist für funktionales Versagen, welches mit hoher Wahrscheinlichkeit sozusagen zu einem kritischen Unfall führt. Und da sagt man, die Wahrscheinlichkeit pro Betriebsstunde muss nachgewiesenermaßen unter 10 hoch minus 8 pro Stunde sein. Das klingt jetzt auf den ersten Blick ja, eine sehr geringe Zahl, bis man irgendwie mal den Fehler macht, die Zahlen einzusetzen. Man schaut mal kurz, wie viele Autos gibt es in Deutschland. Das waren ungefähr 20 Millionen. Wenn man davon ausgeht, das werden ungefähr eine Stunde am Tag bewegt, stellt man fest, das heißt, naja, aus Grund sozusagen technischer Fehler, alle zwei Wochen ein Unfall mit potenziell Toten ist völlig in Ordnung. Daraus kann man natürlich auch wieder rückwärts rechnen und festzustellen, ja gut, fast alle anderen Unfälle sind immer noch menschliches Versagen oder ähnliches. Aber das sind, muss man einfach sagen, dieses akzeptables Restrisiko wird halt irgendwo immer festgelegt. Es gibt halt auch andere Normen für Industrie- oder Bahnbereich. Dann kommt dazu, funktionale Sicherheit wird fast immer, ist ein Prozess, der eigentlich ausschließlich während der Entwicklung stattfindet. Das heißt, man analysiert das System während der Entwicklung, legt fest, welche Gegenmaßnahmen man eventuell benötigt, um halt das gewünschte Sicherheitsziel zu erreichen. Und ist halt nicht wie die Security sozusagen ein Produkt Lebenszyklus begleitender Prozess, sondern ist fast ausschließlich in der Entwicklung. Basiert stets halt auf den ganzen Spezifikationen und Systemdefinitionen. Das heißt, man guckt sich an, was muss dieses System leisten, woraus ist es aufgebaut und wie eben schon gesagt, beinhaltet Annahmen über die Umgebung und da werde ich gleich nochmal drauf kommen, warum das halt auch mit ein großes Problem sein kann. Dann gibt es im Großen und Ganzen in diesem Bereich der funktionalen Sicherheit zwei Arten von Systemen. Es gibt die sogenannten selbstsichernden oder Fail-Safe-Systeme. Und die haben einen sicheren Zustand, der bei Fehlern einfach und schnell aufgesucht werden kann. Einfach und schnell ist ein bisschen abstrakt, aber das heißt, es gibt irgendeinen Systemzustand, der relativ ohne größere Probleme erreicht werden kann. Das heißt, zum Beispiel im Bereich Zügen ist das relativ einfach. Wenn ein Zug eine Notbremsung macht, der bleibt nach relativ kurzer Zeit stehen. Die Notbremsung ist relativ technisch einfach, zumindest bei etwas älteren Zügen wird die Hauptluftleitung entlüftet und der Zug kommt nach relativ kurzer Zeit automatisch zum Stehen, ohne dass noch groß weitere Eingriffe notwendig sind. Und wir hatten eben gesagt, ein stehender Zug ist meistens ein relativ sicheres System mit dem üblichen kleinen Sternchen. Wenn der Zug gerade brennt und man in einem Tunnel ist, ist vielleicht die Notbremse in dem konkreten Fall nicht ganz optimal, aber tendenziell ist ein stehender Zug meistens die sicherere Wahl. Und es gibt halt fehlertolerante oder auch Fail-Operational-Systeme. Das sind Systeme, die trotz aktiver Fehler weiterhin funktionieren müssen. Das bedingt halt also auch eine gewisse Verfügbarkeit. Da kommen wir halt auch zu dem Punkt, wo man sagt, ja, das will man manchmal aus wirtschaftlichen Gründen gerne haben. Oder halt auch aus Sicherheitsgründen, weil zumindest einige Systeme gibt es wohl einfach aufgrund des Systems. Man sagen kann, das hat keinen schnell erreichbaren, sicheren Zustand. Ein Flieger in 10 Kilometer Höhe, naja, bis der auf dem Flughafen ist, braucht er eine gewisse Zeit. Insbesondere wenn er über einen großen Ozean ist, dann muss man einfach sagen, das System muss noch die nächsten 2 Stunden überleben. Sonst überleben die Passagiere nicht. Oder auch ein anderes Beispiel, sehr beliebt sind auch Atomkraftwerke. Hin und wieder werden sie in der Literatur als Fail-Safe-Systeme bezeichnet, weil sie eine Schnellabschaltung haben. In meinen Augen ist das eine vollkommene Missinterpretation der Begriffe, weil natürlich der Kernprozess ist dann schnell abgeschaltet. Nur die ganze Nachzerfallswärme muss noch über Tage abgeführt werden. Das heißt, diese Systeme sind definitiv fail operational, weil die Kühlsysteme müssen noch lange weiterlaufen, auch in Anwesenheit von Fehlern. Dann kommen wir jetzt zu dem großen, einem der großen Probleme. Wir haben in dem Bereich fast immer auf irgendein Fehlermodell, auf dem wir arbeiten. Es definiert die Zahl der maximalen gleichzeitigen Fehler, die Art der Fehler, die Wahrscheinlichkeit oder Frequenz der Fehler. Bei der Art der Fehler wird auch teilweise noch unterschieden, sind die jetzt permanent oder temporär.
dann auch noch so schöne Sachen, wie verhält sich ein Fehler? Zum Beispiel, ist das ein sogenannter Anhalteausfall? Das heißt, die Komponente stellt einfach ihren Dienst ein. Hat die Komponente nur ein kaputtes Zeitverhalten, also antwortet zu früh oder zu spät? Liefert die Komponente fehlerhafte Daten oder ungültige Daten? Das klingt auf den ersten Blick gleich, hat aber den großen Unterschied. Bei fehlerhaften Daten erkenne ich es im Normalfall nicht, dass sie fehlerhaft sind. Bei ungültigen erkenne ich es. Also zum Beispiel anhand eines CRCs oder weil ein Temperaturwert, aus welchen Gründen auch immer, per ASCII übertragen wird, auf einmal Buchstaben beinhaltet. Gibt es so eine byzantinische Fehler, wo eine Komponente unterschiedlichen Teilsystemen unterschiedliche Werte liefert. Und in dem Bereich kann man jetzt schon sehen, das Fehlermodell ist natürlich sehr wichtig, das sozusagen möglichst korrekt zu haben, um am Ende ein System zu haben, das wirklich noch diese Eigenschaften erfüllt, die man am Ende gezeigt haben möchte. Also wie gesagt, beim Auto zum Beispiel die 10 hoch minus 8 pro Stunde. Beim Kernkraftwerk, ich meine, die Zahl war irgendwie alle 100.000 Jahre ungefähr einmal, dürfte eins hochgehen. Naja, wenn man sich anguckt, wie viele Unfälle es schon gab, sind die 100.000 Jahre verdammt schnell umgegangen. Man kann auch einfach daran sehen, also zum Beispiel ein Beispiel von Fukushima, da war einfach das Fehlermodell fehlerhaft. Man hat halt gesagt, ich hoffe, die genauen Zahlen habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, sagt halt, das Kernkraftwerk hat halt eben die Ausfallrate bei den und den Umgebungsbedingungen. Da gehörten halt eben Ausfälle von Generatoren dazu, Überlandleitungen, auch Tsunamis. Aber es wurden halt gesagt, es sind nur Tsunamis zu betrachten, die maximal, ich glaube, 6 Meter Wellenhöhe bieten. Blöderweise, glaube ich, war der Tsunami jetzt bei 6,5 Meter. Naja, jetzt haben wir halt das Problem, das System wurde halt außerhalb der Spezifikation betrieben. Und außerhalb der Spezifikation kann sich das System halt relativ beliebig verhalten. Hat es leider auch. Natürlich können wir jetzt im Nachhinein sagen, ja, man hätte ja noch die Generatoren zum Beispiel weiter nach oben setzen können, nicht unbedingt in den Keller und ähnliches. Wäre sicher sinnvoll gewesen, war aber halt nicht Teil der Systemspezifikation, wurde dementsprechend nicht betrachtet, weil halt die Annahme war, die Welle kommt eh nicht auf Kraftwerkgelände. Das ist halt eben einer der großen Probleme bei diesen Systemen. Man muss halt alle Fehler, die realistischerweise auftreten können, betrachten. Und daher hat man eben das erste Problem. Das nächste Problem, was man auch häufig hat, man rechnet ja immer auf irgendein Systemmodell. Und das sind häufig relativ abstrakte Modelle. Und die dokumentieren den Aufbau des Systems. Und sollten halt auch sämtliche Abhängigkeiten definieren, dass man halt daraus Fehlerbereiche definieren kann. Fehlerbereich ist häufig definiert oder auch als Einzelfehlerbereich, als der Bereich, der ausfällt, wenn ein Fehler auftritt. Das heißt, wenn man sagt, zum Beispiel man hat eine Stromversorgung, daran hängen noch bestimmte andere Komponenten, dann fällt die im Regelfall zusammen aus, weil wenn die Stromversorgung ausfällt, fällt halt alles, was daran hängt, auch mit aus. Das Problem ist, man hat häufig in real existierenden Systemen halt auch nicht sauber dokumentierte Abhängigkeiten. Das heißt, irgendwelche Komponenten, die laut Blockbild oder so ganz weit entfernt sind und nichts miteinander zu tun haben, liegen halt auf einmal zum Beispiel im gleichen Schrank. Vielleicht sogar in der gleichen Stromversorgung, aber ignorieren wir jetzt mal das Problem, behaupten wir mal, die sind trotzdem noch weiter schön sauber separat. Das Problem ist, jetzt fängt eine der Komponenten an abzufackeln. Macht ja nichts, die andere Komponente wird dadurch ja sicher nicht beeinflusst. Vielleicht ja doch. Und solche Dinge, die sind natürlich in der Praxis dann auch problematisch, weil diese Abhängigkeiten wurden halt nicht gut analysiert, weil sie wurden halt nicht betrachtet im Regelfall. Dann haben wir jetzt den Punkt. Jetzt berechnen wir anhand des Fehlermodells und des Systemmodells berechnen wir die Ausfallwahrscheinlichkeit. Also wie wahrscheinlich ist jetzt innerhalb unseres Modells, das hoffentlich möglichst nah an der Realität ist, die Ausfallwahrscheinlichkeit. Die genauen Wege dazu überspringe ich heute. Die machen auch einfach alle gar keinen Spaß, muss man so ehrlich sagen. Aber die Berechnung, das Berechnungsergebnis liegt halt am Ende fest, brauchen wir noch weitere Maßnahmen oder sind wir schon gut genug? Weil alle Maßnahmen im Bereich der funktionalen Sicherheit, die man noch treffen kann, gleich wie Fehlererkennung, Fehlertoleranzverfahren und ähnliches, kosten Geld, weil sie benötigen Ressourcen.
So, das heißt, man hat irgendwann das Rechenergebnis und stellt fest, man ist entweder noch sehr nah an dem gewünschten Ergebnis oder hat sogar übersprungen. Das ist natürlich sehr toll. Wenn man sehr nah dran ist, gibt es häufig auch die Variante, können wir nicht vielleicht etwas bessere Komponenten einfach verbauen? Das ist in vielen Bereichen sogar die praktikabelste Lösung, weil sowas wie zum Beispiel eine Radaufhängung am Auto, da möchte man nicht irgendwie Redundanz schaffen, um den Verlust eines Rades zu tolerieren. Also man könnte es bestimmt machen, indem man aus jedem Rad zwei Räder macht und sicherstellt, wenn ein Rad wegfällt, dass das andere Rad noch die Last übernehmen kann. Ist durchaus sicher technisch machbar. Würde auch bestimmt interessante Probleme für die Ingenieure, die sie gerne lösen würden, hervorrufen, will aber keiner bezahlen. Also schaut man einfach, dass eben die Achsschenkel und Ähnliches einfach so robust ausgelegt werden, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie innerhalb der spezifizierten Lebensdauer versagen, ausreichend gering ist. Bei anderen Komponenten, gerade wenn man jetzt irgendwie um Kommunikationstechnik redet und Elektronik, ist das deutlich schwieriger. Und da kommt man dann auf die Techniken, wie gehen wir jetzt denn mit Fehlern um? Erstmal muss man natürlich erkennen, dass wir einen Fehler haben. Da gibt es zwei Varianten. Die sogenannten Absoluttests haben den großen Vorteil, sie haben meistens einen relativ geringen Aufwand, aber die Fehlererkennung hängt stark von der Anwendung ab. Das klingt jetzt alles sehr mysteriös. Was bedeutet das übersetzt? Absoluttests nutzen meistens das Ergebnis einer Berechnung, manchmal noch irgendwelche Zusatzinformationen und machen dann einfache Prüfungen drauf. Das klassische Beispiel ist zum Beispiel ein CRC in Datenkommunikation. Man hat relativ viele Daten, man kann einen relativ leichten Algorithmus überprüfen, sind diese Daten mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit richtig. Also deshalb, ein CRC ist ein Beispiel, wo ein Absoluttest recht gut funktioniert. Andere Beispiele findet man aber auch sehr gut, wo halt ein Absoluttest nicht gut funktioniert. Nehmen wir jetzt mal ein einfaches Beispiel. Wir haben eine Software, die irgendwie zum Beispiel medizinische Bilddaten analysiert. Hat der Patient Krebs oder hat er keinen Krebs? Da kommt am Ende übertrieben gesagt ein Boolean raus. Ja, jetzt machen wir einen Absoluttest, ob dieser Boolean richtig ist oder nicht. Ist de facto möglich. Und wenn man sowas dann halt eben irgendwie sicher erkennen möchte, bleiben einem nur eigentlich Relativtests über. Fällt mir noch ein anderes Beispiel vielleicht neben medizinische Bildverarbeitung, soll der Airbag auslösen oder nicht? So ein Airbag ausgelöst zur falschen Zeit ist sehr ungünstig, weil er führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Unfall, weil der Fahrer sich erschreckt, das Lenkrad verreißt und Ähnliches, möchte man dementsprechend definitiv vermeiden. Und in dem Fall bieten sich halt Relativtests an. Das heißt, man vergleicht mehrere Eingabewerte, ob sie gleich sind oder fast gleich, wenn ein bisschen Indeterminismus drin kommt. Jetzt hat man schon gesehen, mehrere Eingabeergebnisse, das heißt, ich brauche irgendwoher mehrfach das gleiche Eingabewert. Und daher hat man einen hohen Aufwand, weil man mindestens zweimal zum Fehler erkennen, wenn man später zur Fehlertoleranz kommt, dreimal den Eingabewert irgendwo bestimmen muss, das heißt im Regelfall berechnen muss, hat dafür aber eine sehr hohe Fehlererkennung unter der Annahme, dass die Werte unabhängig voneinander erzeugt wurden. Das ist auch übrigens noch einer der Probleme, die man im Bereich der funktionalen Sicherheit häufig hat. Man geht davon aus, dass die Komponenten, zum Beispiel die unterschiedlichen Ergebnis-Eingabenwerte liefern, unabhängig voneinander ausfallen im Regelfall. Das ist ein sehr beliebtes Fehlermodell. Und das kommt halt eben, geht so ein bisschen zurück, wo ich eben gesagt habe, die Abhängigkeiten. Das ist zum Beispiel ein Punkt, auch, die einen Angreifer sehr leicht verletzen kann. Wir haben eine Softwarekomponente, die irgendwas berechnet. Aus Sicherheitsgründen, also aus Safety-Gründen, läuft die jetzt dreimal und liefert ihr Ergebnis unabhängig. Und jetzt gehen wir davon aus, die hat irgendwo einen Bug. So, der Angreifer wird sich jetzt nicht so freundlich sein, nur eine von diesen drei Komponenten anzugreifen, sondern er kann natürlich mit dem gleichen Bug alle drei angreifen und noch nahezu zeitgleich oder sogar de facto zeitgleich. Und damit ist natürlich dann diese Unabhängigkeitsannahme gebrochen, weil da gab es halt eben doch irgendeine gemeinsame Abhängigkeit. Und das heißt in dem Fall, es gab einen Softwarefehler. Dann bei der Fehlerbehandlung gibt es eigentlich ein ganz großes Sammelsurium von verschiedenen Möglichkeiten und Techniken. Die Wahl hängt zum Beispiel ab von der verfügbaren Zeit. Von dem Fehlermodell,
Also gehe ich davon aus, dass zum Beispiel Fehler eher permanent sind oder temporär. Manchmal auch noch anwendungsspezifische Anforderungen. Gerade zum Punkt verfügbare Zeit. Es gibt viele Systeme, wo in der normalen IT, wo Zeit de facto keine Rolle spielt. Also zumindest aus Sicht der Klasse in der Automatisierung. Wenn so eine Fehlertoleranztechnik dann 100 Millisekunden benötigt oder sogar 2-3 Sekunden, ist das häufig relativ harmlos. Wenn man sich anguckt, bei TCP, Timeout für verloren gegangene Pakete, 30 Sekunden, das ist eine Ewigkeit. Die verfügbare Zeit in Steuersystemen, also so Regelsystemen, Automobil, Industrie und ähnliches, ist im Regelfall im Bereich von wenigen Millisekunden. Und wenig heißt 10 bis runter auf 2 Millisekunden. Das sind so die typischen Regelzyklen. Und häufig darf auch im Fehler, muss innerhalb des Fehlers trotzdem dieser Regelzyklus eingehalten werden oder darf vielleicht einmal übersprungen werden. Das heißt, wir haben für die komplette Fehlertoleranztechnik im Bereich weniger Millisekunden nur Zeit. Dementsprechend gibt es auch natürlich die Beispiele. Wenn man keine Zeit hat, bietet sich halt an, so einen Mehrheitsentscheid zu nutzen. Also man kriegt die Ergebnisse mehrfach, zum Beispiel dreimal, und schaut sich einfach an, was ist die Mehrheit dieser Ergebnisse. Wenn man die Mehrheit hat, ist die Mehrheit mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit korrekt. Andere Beispiele sind zum Beispiel sogenannte Rückwärtsfehlerbehebung, wo man sagt, wenn wir einen Fehler haben, vermutlich war dieser Fehler eher temporär. Wir gehen einfach zu irgendeinem gespeicherten Zustand zurück vor x Zeiteinheiten. Je nach Anwendung kann das unterschiedlich lang sein. Und fangen einfach dort an zu rechnen und hoffen mal, dass der Fehler nicht wieder auftritt. Und man kann natürlich auch beides damit kombinieren, dass man das System irgendwie umkonfiguriert ist, indem man sagt, ich mache eine Rückwärtsbehebung, aber ich nehme die Komponente, von der ich vermute, dass sie fehlerhaft ist, nehme ich jetzt raus und nehme irgendeine andere Komponente rein, die vorher entweder wirklich Cold oder Warm Standby hatte oder irgendeine andere Aufgabe hatte, die nicht so wichtig ist für das System, die wird jetzt dazu verwendet. Ja, dann kommt sozusagen der inhaltliche Teil einfach jetzt mal durch. Dementsprechend würde ich sagen, nehme ich jetzt erstmal Fragen und sonst gehen wir halt einfach aus Spaß durch Beispiele, entweder nach Wunsch oder ich versuche einfach ein paar zu erzählen. Okay, zu exotisch oder zu sehr abgeschreckt. Dann, ja. Das ist jetzt immer, ja gut, das war die Frage, ich hatte eben von einer Ausfallwahrscheinlichkeit gesprochen, ob es nicht besser wäre, von einer Eintrittswahrscheinlichkeit zu sprechen. Also beim System redet man, also kenne ich das meistens so, das redet man über die Ausfallwahrscheinlichkeit des Systems. Bei den einzelnen Fehlern redet man häufig über die Raten, von denen diese Fehler auftreten oder eintreten. Also das Gesamtsystem hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit auszufallen, weil meistens werden die Systeme so angenommen, wenn das System einmal ausgefallen ist, ist das System halt defekt, weil das Außenverhalten soll sich halt eben ja komplett innerhalb des spezifizierten Rahmens verhalten, unabhängig wie intern Ausfälle sind. Man kann dieses Modell auch noch deutlich komplexer machen, also inklusive zum Beispiel Wartung modellieren. Ich hatte ja am Anfang auch, auf der Folie stand ja auch drauf, ja auch inklusive Wartungsfehler. Ne, Systeme werden ja auch gewartet. Das heißt, wenn man irgendwann festgestellt hat, eine Komponente ist fehlerhaft, geht man ja davon aus, dass sie irgendwann in endlicher Zeit getauscht wird. Auch hier im Flugzeugbereich so. Man hat die regelmäßigen Checks. Man geht davon aus, wenn der Pilot anmeckert, irgendwie, der Flugcomputer A3 ist ausgefallen, dass der irgendwie getauscht wird. Das heißt, solche Sachen kann man natürlich am Ende auch mitmodellieren mit potenziellen Fehlern. Ja, dann würde ich einfach sagen, gucken wir uns doch mal ein paar Systeme an. Müssen so ganz grob mal ein bisschen Safety und Security angucken. Was ist bei einer Ampel das größte Risiko? Das größte Risiko ist das sogenannte feindliches Grün. Ich fand diesen Begriff wunderbar, deshalb musste das unbedingt jetzt auf die Folie. Das heißt, wenn zwei Fahrspuren, die sich sozusagen kreuzen, beide grün bekommen, das ist sogenanntes feindliches Grün.
Die Ampeln sind vom Typ eigentlich fail-safe. Wenn eine Ampel irgendeinen Fehler erkennt, wird sie abgeschaltet oder schaltet sich auch selber ab. Das ist auch völlig in Ordnung. Es gibt ja eine Fallback-Lösung, die heißt, man beachte die an den Ampeln hängenden Schilder. Die Fehlererkennung ist zumindest von dem, was ich bislang alles gelesen habe, immer Absoluttests. Vielleicht hat sich das irgendwo geändert, aber alles, was ich bislang gelesen habe, war, dass die Ampeln im Regelfall an ihren Ausgängen noch spezielle Komponenten haben, die die Stromkreise, die die Leuchtmittel ansteuern, überwachen. Und wenn zwei Leuchtmittel grün zeigen, die niemals grün zeigen dürfen gleichzeitig, wird die ganze Ampel abgeschaltet und vermutlich einfach hart, indem der Strom über eine Relais gekappt wird. Ja, und die erkannten Fehler sind da jetzt relativ beliebige in dem ganzen Steuergerät, weil der Absoluttest ganz am Ende ist, er ist unabhängig. Oder auch ein Überwachungsmodul darf fehlerhaft sein. Weil wenn das ein Überwachungsmodul fehlerhaft ist, aber der Steuerrechner fehlerfrei, gibt es das Problem nicht. Oder das Überwachungsmodul schaltet fälschlicherweise die Ampel aus, dann ist es im sicheren Zustand und halt irgendjemand von der Straßenmeisterei oder von der beauftragten Firma muss sich halt eben den Ampelschaltkasten anschauen. Zum Thema Security muss man sagen, findet man da relativ wenig. Also die ganz klassische Ampel, würde ich mal sagen, ist relativ sicher, sie ist nicht vernetzt. Bei den moderneren Ampeln, die sind alle irgendwie mit der Straßenmeisterei vernetzt. Ich habe aber keine Ahnung, wie gut da die Security ist. Ich befürchte, das ist klassisches Trust by Wire. An diese Kabel wird schon keiner herankommen. Naja, wobei man muss halt auch sagen, die Auswirkung wäre aufgrund halt eben der Absoluttests am Ende, man könnte halt einen Denial-of-Service-Angriff fahren, aber halt eben kein feindliches Grün, weil da ist das System halt eben robust genug ausgelegt. Auch wenn ich jetzt nicht sehen möchte, was passiert, wenn man in dem ganzen Stadtgebiet immer alle Ampeln ausfallen lässt. Soweit ich weiß, wäre das durchaus, also aus der Sicht der Ampel völlig legitim, weil es ein sehr sicherer Zustand, wenn keiner über die Kreuzung fährt. Und das ist ja auch durchaus ein Zustand, der ja temporär immer im Ampelzyklus vorkommt. Kurzfristig sollten alle rot haben, das heißt, ich könnte mir halt vorstellen, dass es irgendwelche Watchdogs vielleicht noch intern gibt, die irgendwann auf dauerhaft sagen, ey, ich bin jetzt viel zu lange, nichts mehr passiert, aber rein aus Sicht der funktionalen Sicherheit, stehende Autos sind wunderbar sicher. Bis auf den Blutdruck der Insassen, aber... Ja gut, dann hat eben schon mal angesprochen, Fly-by-Wire, naja, da haben wir das große Problem, wenn wir fehlerhafte Steuersignale haben, haben wir potenziell einen Absturz. Finden wir ziemlich doof. Wir hatten eben schon gesagt, so ein Flieger kann durchaus mal zwei Stunden entfernt sein vom nächsten Flughafen, irgendwo weit über 10 Kilometer über den nächsten Ozean. Gut, also wir wissen, das System muss fail-operational sein. Die Fehlererkennung, die bei diesen Fly-by-Wire-Systemen genutzt wird, ist sehr interessant, also zumindest aus meiner Sicht. Von denen, wo man Dokus bekommt, sind das meistens zwei von zwei Systemen, von dem eins sozusagen Ergebnis dann genommen wird. Das heißt, man hat zwei Systeme, jeweils die sich gegenseitig überwachen. Wenn die unterschiedliche Meinungen sind, wird kein Ergebnis weitergereicht. Und das hat man doppelt und eins von beiden Systemen soll hoffentlich dann sozusagen noch weitere Ergebnisse liefern. Die werden auch wirklich im Regelfall von mindestens zwei unterschiedlichen Herstellern geliefert, die Systeme. Von zwei unterschiedlichen Programmierteams, ich glaube teilweise sogar von vier unterschiedlichen Teams. Das heißt, man kann da auch sagen, selbst so logische Fehler haben eine gute Chance, wirklich erkannt zu werden. Und welche Fehler halt eben erkannt werden, sind typischerweise Sensorfehler, was ich gerade schon gesagt habe, im Ausfall oder Fehlverhalten eines Steuerrechners, auch wegen der vorhandenen Diversität in der Entwicklung, auch sogar Softwarefehler. Das ist relativ selten, muss man sagen, dass wirklich diversitäre Software eingesetzt wird, weil die allermeisten Systeme schützen nur gegen relativ zufällige Hard- und Softwarefehler, muss man so sagen. Also soweit ich weiß, ist das nur in der Fliegerei und so ganz exotischen Sachen, wie zum Beispiel bei Kernkraftwerken, wenn da überhaupt Software eingesetzt wird, der Fall, dass man wirklich diversitäre Software nutzt. Bei fast allen anderen Steuerungssystemen hofft man oder geht man davon aus, dass die Software gut genug getestet wurde und dass man halt eben nur noch die Probleme hat durch Hardware, Bitkipper, Ausfälle und Ähnliches.
Und auch die Fehlerannahme ist wohl größtenteils völlig beliebiges Fehlverhalten. Das heißt, da gibt es jetzt keine Annahmen darüber, wie die Komponenten ausfallen. Außer halt eben bei diesen 2-von-2-Pärchen, da geht man aus, dass die, weil die sich gegenseitig kontrollieren, dass sie entweder ein gültiges Ergebnis liefern oder halt gar keins. Also ein Paar jeweils gesehen einen Anhalteausfall modelliert. Das heißt, das vereinfacht die restliche Systemarchitektur, weil wenn ein Ergebnis dann von einem Paar kommt, geht man davon aus, dass es fehlerfrei ist. Ansonsten ist das System halt fehlerhaft. Dann dachte ich mir, schauen wir uns nochmal eine schöne neue Technik aus dem klassischen IT-Bereich an. CEF, verteiltes Objektstorage mit verschiedenen Aufsätzen, so ein Gateway für eine Amazon S3-kompatible API, für ein Dateisystem oder auch sehr gerne genutzt, um virtuelle Festplatten-Images zu speichern, auch gerne in Kombination jetzt mit OpenStack. Das heißt, welche Gefährdungen haben wir drin? Wir haben das Risiko von fehlerhaften Daten, von Nichtverfügbarkeit des Systems. Also jetzt in dem Fall reden wir über klassische Probleme von, naja, wir wollen es vielleicht aus wirtschaftlichen Gründen haben. Die Art ist größtenteils fail operational. Das System soll weiterlaufen, auch wenn irgendwas ausfällt. Was haben wir jetzt an Fehlererkennungen drin? Da haben wir ein schönes buntes Potpourri. Wir haben Absoluttests, also wir haben regelmäßige Heartbeats, die überprüfen, sind die einzelnen Komponenten überhaupt noch erreichbar. Es gibt Relativtests, es werden periodisch die Daten, die auf verschiedenen Computern gespeichert sind, verglichen, ob die noch gleich sind anhand von Prüfsummen. Und wenn man sich das Ganze jetzt näher anguckt, welche Fehler werden aber jetzt wirklich toleriert, stellt man recht schnell fest, dass sozusagen mit dem Default trotzdem mehr oder weniger wirklich nur Anhalteausfälle toleriert werden. Das heißt, irgendein Festplatte, Computer fällt aus. Wenn man jetzt mal trotz dem periodischen Vergleichen der Daten schützt im Normalfall nichts dagegen, dass eine Festplatte fehlerhafte Daten liefert, aus welchen Gründen auch immer, Kabel, Controller, wie auch immer, weil CEF vertraut dem lokalen Dateisystem. Und fast jedes lokale Dateisystem, wenn man jetzt BetaFS ignoriert, und ich glaube ZFS, vertraut der Festplatte. Das heißt, sie haben keine zusätzlichen Prüfsummen. Das heißt, wenn aus irgendwelchen Gründen fehlerhafte Daten von der Festplatte geliefert werden, werden die halt auch an den Client geliefert. Und beim Lesen liest CEF nur von einer Kopie, einfach aus Performance-Gründen. Das soll deutlich schneller, machen auch die meisten RAID-Systeme. Beim Lesen nimmt man halt nur eine Kopie, weil es deutlich schneller geht, als wenn man es auf alle Kopien immer liest. Dann hat man halt auch bei der Übertragung das Problem, dass natürlich die Nachrichten mit Prüfsummen gesichert sind, aber sie gehen halt relativ stark davon aus, dass die Knoten sich selber wohlverhalten oder halt ausfallen. Das ist halt auch so ein klassischer Fall. Wir haben halt hier als Fehlermodell den Anhalteausfall und halt die anderen Fehler, wenn halt irgendwas fehlerhaft verhält, gibt es halt sehr schnell sehr viel Spaß. Auch ein Beispiel ist, wo ich neulich noch mitbekommen habe, man hat hohe Paketverlustraten im Netzwerk. Das ist halt also jetzt kein Anhalteausfall. Sorgt aber dafür, dass de facto so ein komplettes Cluster-System recht schnell steht. Da mit diesem Fehler halt nicht gerechnet wurde und dementsprechend keine sinnvolle Reaktion darauf vorgegeben wurde, außer halt eben per TCP-Retry so lange probieren, bis vielleicht irgendwann doch was durchkommt, nur das heißt ja de facto, es fließen zwar noch Daten, aber in homöopathischen Dosen. Ja, wenn jetzt keine weiteren Vorschläge kommen, über was man vielleicht noch reden könnte, würde ich mich einfach jetzt für die Aufmerksamkeit bedanken. Und dann noch einen kleinen Dank, dass ihr so früh alles schon da wart. Ja. Was muss man denn achten?
Also die Frage war jetzt, wie muss man sozusagen aufpassen, dass die Risikoanalyse sozusagen möglichst vollständig ist, dass man halt nicht ja, das Restrisiko unterschätzt, weil man hat ja irgendwann ein Restrisiko berechnet. Und ja, das ist das große Problem, würde ich sagen. Man muss halt eben bei allen Annahmen sehr gut aufpassen, wie gut lassen die sich begründen. Und da kommt man jetzt halt eben an vielen Stellen in so eine Zwickmühle aus Wirtschaftlichkeit versus, ich nenne es mal, gesunder Paranoia. Ich gehe jetzt einfach mal, weil es so schön plastisch ist, zu dem Beispiel von Fukushima zurück. Da hat man halt gesagt, naja, in der Risikoanalyse, wir haben uns irgendwie die Daten der letzten, keine Ahnung, ich weiß nicht, 100 Jahre oder wie lange die Aufzeichnungen waren, die Tsunamis waren bislang alle nur, ich werfe jetzt Zahlen in den Raum, die lerne ich vorliegen, maximal 5,50 Meter hoch. Also wenn in der 6 Meter hohen Mauer sind wir auf der sicheren Seite. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man so eine Annahme zum Zeitpunkt des Entwurfs wirklich ja, quantifizieren, falsifizieren? Das ist das Problem. Es gibt so Sachen, die kann man nicht gut. Also man kann natürlich eben immer versuchen, sicher, sozusagen sich pessimistisch abzuschätzen, aber wie pessimistisch man schätzen muss, ist bei halt einigen Sachen fast unmöglich abzuschätzen. Genauso wie das irgendwie manchmal Erdbebenrisiken. Da sagt dir jeder Erdbebenforscher, der seriöser ist, natürlich kann ich dir sagen, für gewisse Gebiete, wie wahrscheinlich ein Erdbeben ist. Und irgendwie an der San Andreas-Spalte irgendwie ist es deutlich wahrscheinlicher, als wenn du irgendwie jetzt hier in Mitteldeutschland irgendwo schaust. Aber es wird dir kein Erdbebenforscher garantieren können, dass man nicht hier morgen früh ein Erdbeben der Stärke 9 hat. Auch wenn er sagen würde, wenn das so ist, trete ich dir die Lottogewinne der nächsten 10 Jahre gerne ab. Das ist halt ein sehr schwieriges Thema, was am Ende, muss man sagen, mehr Politik ist als, glaube ich, Wissenschaft. Dieses, ja, ich nenne es mal das Restrisiko, dass die Restrisikoeinschätzung verkehrt ist. Und da muss man, ich denke mal, auch immer aufpassen, auf welcher Seite man gerade ist, weil die eine Seite versucht natürlich viele Sachen, ich nenne es mal, runterzurechnen, weil sie einfach Geld kosten. Gerade wenn das Restrisiko, ich nenne es mal, größtenteils sozialisiert wird, muss man sagen, irgendwie im Atomunfall, klar, vielleicht geht die Betreiberfirma pleite, aber im großen Teil des Schadens ist ja nicht nur die eigentlichen Schäden einem Kraftwerk selber, sondern halt die Umgebung, ne? Irgendwie x Quadratkilometer, die obersten 30 cm Erdboden abtragen und ähnliche Dinge, das sind interessante Größenordnungen. Und man muss auch einfach, ich würde sagen, wo man es kann, halt möglichst gut auf Erfahrungswerte aufbauen und die ruhig pessimistisch sehen. Also ich habe relativ viel Einsicht in der Automobilbranche durch ein paar Projekte gehabt. Und dort gibt es zum Beispiel die Annahmen über die Kommunikationssysteme. Da hatte ich bald mehr. Und dort sind die Annahmen über die Zuverlässigkeit der Kommunikationssysteme im Regelfall relativ miserabel. Und die Leute, die die Sachen entwickeln, sagen, wir rechnen hier mit irgendwie recht hohen Fehlerwahrscheinlichkeiten. Aber wenn wir wirklich mit den Autos im Feld bei den ganzen Prüfsachen, wo sie den Kofferraum voll mit Testequipment haben, sind wir froh, wenn wir überhaupt mal diese Fehlerbilder sehen. Also das ist. Wird im Regelfall häufig einfach sehr, sehr pessimistisch abgeschätzt. Bei einigen Sachen, bei anderen Sachen muss man sagen, ist es auch häufig ein Blick in die Glaskugel. Gerade wenn man um Elektronikbauteile angeht, über Ausfallwahrscheinlichkeiten laufen über diese sogenannten Alterungstests. Da wird einfach gesagt, 10 Grad wärmer ist ungefähr doppelte Geschwindigkeit. Also haben wir die bei 90 Grad im Ofen. Okay, 90 Grad überleben sie. X Wochen, also behaupten wir bei den typischen 25 Grad muss es mindestens so und so viele Jahre sein, bis wir einen Ausfall haben. Das ist natürlich auch eine Heuristik, die eine gewisse Plausibilisierung im Laufe der Zeit erfahren hat, aber im konkreten Fall ist die natürlich nicht wirklich besonders hilfreich.
Also die Frage war, wie schätzt man Systeme ab, wo man irgendwie partout keine Daten drüber hat? Also wenn ich jetzt im Bereich der funktionalen Sicherheit landen würde, was in dem Fall ja bei so einem Festivalsystem, glaube ich, nicht zwangsweise ist. Genau, das ist halt, ist es ärgerlich. Aber dann würde man einfach sagen, du musst irgendwie an Daten kommen. Dieses irgendwie ist, hat aber häufig ganz viele Sternchen in der Praxis. Ein Sternchen ist, es gibt für in einigen, sind zwar keine de facto Normen, aber so Sachen wie USA Military Handbook und so gibt es für verdammt viele Komponenten sogenannte Standardausfallraten. Die entsprechen nicht immer der Realität, sie sind meistens heutzutage relativ pessimistisch, weil die Fertigungsqualitäten deutlich besser geworden sind. Aber man darf halt im Regelfall mit solchen Sachen im Zweifelsfall rechnen. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man eben das Zeug irgendwie simuliert. Das ist ja auch zum Beispiel diese beschleunigte Alterung. Irgendwie man versucht, genau, man extrapoliert irgendwie Sachen. Man testet das irgendwie und sagt, man hat jetzt so viel getestet und irgendwie, ne, keine Ahnung, ein bisschen extra Überlast drauf gemacht im Vergleich zur erwarteten Last und es hat funktioniert. Also im Endeffekt, klingt jetzt ein bisschen böse, aber es geht halt sehr häufig auch darum, nicht verantwortlich zu sein, wenn irgendwas schief läuft. Das klingt jetzt so zynisch, ähnlich wie die Ausfallanzeigen. Es dürfen zwei Autos in der Woche halt sich gegen eine Wand fahren. Aber im Ende muss man sagen, in den Firmen ist es, also zumindest wie ich das mitbekomme, geht es halt stark auch darum, sich gegen abzusichern, weil es gibt halt eben das Produkthaftungsrecht, gerade in funktionalen Sicherheit. Und dort gilt halt eben, wenn man das Produkt nach dem Stand der Technik entwickelt hat, der halt im Regelfall durch Norm und Ähnliches definiert ist, dann ist man fein raus. Und das heißt, solange man nachweist, dass man sich daran gehalten hat und dann was schief geht, dann war das halt höheres Risiko, genau wie so ein Blitzschlag, das konnte der Entwickler ja nicht wissen. Und dementsprechend ist halt eben die Frage, wenn man partout keine Daten hat, ist man natürlich in einer doofen Lage und muss halt irgendwie schauen, entweder ob man das Risiko jetzt auf seine Kappe nehmen möchte oder eben, wie man irgendwie Daten bekommt, um zu sagen, dass die Risikoanalyse dann ergibt, ja, das Risiko ist vertretbar gering. Ja, wenn sonst noch irgendwelche Fragen sind, ich renne hier jetzt noch die nächsten, ja, vermutlich 3-4 Stunden rum. Dementsprechend bin ich auch so anzusprechen. Vielen Dank.